Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Ja, bevor das Video anfängt, ich muss erstmal Danke sagen an alle Leute, die abonniert haben. Ich habe jetzt seit einem Monat ungefähr oder einen halben Monaten kein Video mehr gemacht und wir sind jetzt schon über 330 Abonnenten. Das ist wirklich, es bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel. Es ist sehr nice, dass so viele Leute folgen schon. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch immer noch folgen. Es unterstützt mich wirklich mega. Und ja, ich bin gerade noch in meinem Zimmer, es ist Mittwoch. Am Freitag fahren wir jetzt zum nächsten Langstreckenrennen in der TKC Süd. Also, ja genau, in Landau findet es statt. Und ja, es ist jetzt für uns nicht mehr wichtig, weil wir haben leider zwei Rennen verpasst und sind somit aus der, nicht mehr ganz so weit oben, sage ich jetzt mal, in der Wertung. Aber trotzdem, wir werden versuchen Spaß zu haben und ja, das Beste rauszuholen. Die Fahreraufstellung ist so, dass ich und der Erik fahren und wir hatten leider keinen mehr aus dem Team, der fahren konnte. Deswegen haben wir einen Fahrer von Dorten, der soll auch sehr schnell sein. Deswegen an der Stelle wird es schon ganz nice sein. Und ja, diesmal werde ich jetzt auch versuchen, wirklich viel zu filmen, damit ihr ein paar Eindrücke bekommt. Und ja, auf jeden Fall folgen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Weil demnächst werden auf jeden Fall nice Sachen auf euch zukommen. Vielleicht in Italien die Europameisterschaft von den Rennkarts anschauen. Da werde ich auch versuchen, sehr viel zu filmen und ein bisschen Behind the Scenes zu geben. Ich kann leider nicht fahren, weil ich nicht das Geld dazu habe. Auf jeden Fall unterstützt mich. Das wäre wirklich mega toll. Dann könnte ich mehr von den Rennkart-Videos machen. Und das wird mir einfach mega helfen, da auch irgendwie Rennen zu fahren. Deswegen, Dankeschön. Guten Morgen, Leute. Es ist kurz vor 7. Freitag, der Tag vor dem 7-Stunden-Rennen in Landau. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich gehe jetzt noch kurz zur Schule. Für euch ist es nur ein kleiner Cut. Für mich sind es noch ein paar Stunden, bis wir losfahren. Und ja, wir holen dann direkt nach der Schule den Erik ab. Fahren dann los nach Landau. Und genau, Koffer sind schon gepackt, also alles schon vorbereitet. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wir sind jetzt an dem Bus auf dem Weg nach Landau. Ungefähr um 18 sollten wir da sein. Wir haben es jetzt gerade 3:30. Ja, wir haben noch was zu essen. Ja, gesagt der Erik. Und ja, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen entspannt. Wir sind jetzt im Hotel. Nach ungefähr, ich weiß nicht, 4-5 Stunden Fahrt, es hat sich ein bisschen rausgezögert, denn wir hatten doch noch ein bisschen Stau. Und ich zeige euch jetzt mal das Zimmer, wir sind schon im Hotel drin. Also hier kommt man rein, dann hat man hier links direkt Ablagefläche und Sachen für seine Klamotten oder Rennanzüge, wie auch immer. Und hier rechts hat man das Bad, ist auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Alles sehr schön eingerichtet, hier mit der Dusche, Regendusche, sehr cool. Spiegel, schönes Waschbecken und mit dem Brett hier. Hat man viel Ablagefläche. Dann haben wir hier das Bett, auch sehr schön, mit so einer LED-Leiste. Ich finde, das sieht ultra geil aus. Und ja, sieht sehr gemütlich aus auf jeden Fall. Wir gehen jetzt gleich noch essen. Das ist auch noch die Aussicht nach draußen auf Landau. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Wir sehen uns gleich beim Abendessen. Ich werde einfach nur ein bisschen davon filmen vom Essen, weil ich will jetzt nicht so unbedingt unnötig im Restaurant filmen, weil es ein bisschen unangenehm ist, aber ja, wir sehen uns jetzt beim Abendessen oder spätestens beim Frühstück. Also ja. Don't pull up to about 10 though. Alright, bet. So, wir sind jetzt Restaurant und ich nehme Gyros überbacken. Sehr gut. Und für den Erik gibt's Biene Maya einfach. Biene Maya und Scooby-Doo kriegt der Erik. Nee, Spaß. Und natürlich Wasser. Stay hydrated. Geht euch dieses leckere Essen. Pommes. Sehr, sehr lecker. Guten Appetit! Guten Morgen. Es ist gerade 6.45 Uhr. Wir sind so, keine Ahnung, irgendwann gerade aufgestanden vor kurzem. Ja, wir sind doch richtig müde eigentlich. Aber ja, egal. Wir gehen jetzt um 7 Uhr, fängt das Frühstück an, dann gehen wir noch schnell frühstücken. Oh, und jetzt müssen wir noch wieder Koffer packen. Wir haben den neuen T-Shirts an von 2022. Das wird noch kurz kopfenvoll gemacht.
und dann geht's los. Training war schon, war so semi-gut. Der Karl war so, naja. Wir sind auch am Schluss auch mit Heavy gefahren, also konnten keine besseren Runden ersetzen. Aber ja, jetzt schauen wir einfach mal, was im Quali geht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir rocken den Style auf jeden Fall. Und Quali ist about to start. Sag mal. So, wir starten von P11. Leider haben wir einen Fehler gemacht und sind mit zu vielen Gewichten im Quali gewesen. Das heißt, wir waren ein bisschen langsamer. Jetzt starten wir gleich das Rennen und haben ein paar Gewichte weniger. Deswegen sollten wir eigentlich sehr gut nach vorne kommen. Und ich zeige euch jetzt gleich die erste Runde. Zwei Runden werden jetzt gerade noch warm gefahren. Und ja, dann geht's auch schon los. So, willkommen zur ersten Runde hier in Landau zum 7-Stunden-Rennen. Und ja, ich habe das Ganze von draußen aufgenommen. Und hier seht ihr jetzt gleich den im blauen Rennanzug. Das war unser Fahrer, namens Alison. An der Stelle schöne Grüße, wenn du das gerade siehst. Du bist sehr gut gefahren, es hat Spaß gemacht, war echt nice. Und ja, hier seht ihr, ich komme jetzt schon rein. Der Stopp war ein bisschen langsam, aber Erik hat geholfen mit den Gewichten, also war es alles gut. Also hat gepasst. Und ja, beim 7-Stunden-Rennen ist es nicht so wichtig, direkt anzugreifen am Anfang, sondern eher lieber, ja, wie soll ich sagen, überlegt zu fahren. Das heißt, wenn Leute hinter dir schneller ist, lass sie lieber durch. Dann verliert man nicht so viel Zeit, als wenn man gegeneinander kämpft. Das dauert viel länger. Also von daher muss man da sich eher meistens zurückstecken. Oder generell, wenn man auch überholt, lassen die meisten Leute dich auch vorbei. So, ja, ich nehme euch jetzt erstmal eine Runde mit. Hier in Landau ist eine echt herausfordernde Strecke. Nicht die schönste, meiner Meinung nach, aber macht auf jeden Fall Spaß. Ihr habt gesehen, es ist auch drinnen und draußen. Das heißt, man muss da die Grip-Unterschiede auch immer versuchen, perfekt zu treffen. Und ja, die Strecke war auf jeden Fall sehr anstrengend, weil es gab Kurven, die man sehr unterschiedlich anfahren musste. Manche entwirft, manche eher weniger. Hier jetzt halt zum Beispiel die erste, diese Linkskurve, die konnte man zum Beispiel ein bisschen weiter innen fahren, da musste man nicht ganz raus ausholen. Und ja, jetzt habe ich hier noch ein paar Highlights. Einfach, also was heißt Highlights? Einfach das, was im Rennen passiert ist. Hier seht ihr zum Beispiel, wenn man schneller ist, lassen die meisten einen vor, weil es einfach weniger Zeit kostet. Genau, hier kommt jetzt halt dann mein Boxenstopp bzw. mein Kartwechsel. Hier am Buzzer muss man halten, einfach für die Sicherheit, für die Box, dass man nicht so schnell reinfährt. Und Kartwechsel auch sehr wichtig. Das ist deswegen eingeführt, weil erstens müssen die Karts getankt werden und zweitens ist es gut, weil dann bekommt jedes Team jedes Kart mal und das ist ein bisschen fairer, dann hat jeder mal ein anderes Kart und die Karts sind auch nicht immer ganz gleich, aber sollten sie eigentlich sein. Hier, Erik hat wieder geholfen, auf jeden Fall auch gut, da haben wir ein bisschen diskutiert über die Karts, ob die guten und schlecht sind und so. Und ja, ein Kartstopp dauert auch ungefähr so eine Minute, also da hat man dann meistens Zeit, immer so sich ein bisschen auszuruhen, ein bisschen was zu trinken, mit dem Team auch zu reden. Also da auch eine kleine Pause sozusagen, der ist auch jede Stunde der Kartstopp, damit eben jedes Team auch mal jedes Kart bekommt, damit das alles auch ein bisschen fairer abläuft. Genau, jetzt fahre ich dann raus, Erik zeigt mir an, ob frei ist, beziehungsweise ob ich halt fahren kann oder ob einer von hinten kommt. Und ja, mehr ist nicht mehr passiert in dem Sinn, beziehungsweise mein Akku war leider schon davor leer. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von den Karting-Szenen sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dann weiß ich da auch Bescheid. Und dann schneide ich euch ein paar mehr Kart-Szenen rein. So, was geht, Leute? Alter, es ist extrem anstrengend gewesen. Wir haben es jetzt 10 vor 7. In 10 Minuten ist das Rennen vorbei. Ich hatte zwei normale lange Stints, also jeweils eine Stunde, ein bisschen länger als eine Stunde. Es war extrem anstrengend. Ja, Wetter hat sich gut gehalten, also kein einziges Mal geregnet. Wir sind P10, also wahrscheinlich fahren wir P10, ist jetzt nicht unser bestes Ergebnis, aber ja, was kann man machen? Das ist ja eh nur wegen aus Spaß gewesen, das Rennen, deswegen war das schon okay. Wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, lasst Like, Abo und Follow da. Nee, Like, Abo und Kommentar meinte ich. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.
Phoenix.